New Work, ein nächster Megatrend. Ja, ich glaube, das ist, was massiv auf uns zukommt. Wenn ich so meine Studenten hier anschaue, die ganzen Jahre hier durchmarschieren, jetzt sind die halt alle hier so ein bisschen noch mehr innovativ, weil sie eben semi-virtuell studieren. Das heißt, die haben einen enorm hohen Freiheitsgrad. Aber da fragst du dich auch schon manchmal, ja, so wie es der Sikora erzählt hat. Die haben viele Dinge schon einfach. Also jeder, der normal studiert hat und weiß, wenn man sich irgendwo in so einer blöden Bücherei anstellen muss oder irgendwo an einem Kopierer steht tagelang, weil man dann irgendein blödes Buch wegkopiert, da haben es die natürlich schon einfach, digitalen Zugriff auf alles und haben einen enormen Freiheitsgrad. Und da sind welche drunter, die können damit umgehen. Es sind da auch viele drunter, die können mit diesem enormen Freiheitsgrad eben überhaupt nicht umgehen, ja, weil da kommt keiner, der sich in der Früh raustritt und sagt, hey, um 9 Uhr geht die Vorlesung an, heb mir deinen Arsch hoch, jetzt ist schon, das heißt CT, das heißt 9.15 Uhr musst du da dort sein, jetzt ist 9, du liegst immer noch im Bett. Also auch das, ja, manche, wie gesagt, manche können dieses Spiel spielen, andere gehen da meines Erachtens auch gnadenlos unter, weil eben da dieser Treiber, der Treiber und die Motivation, das dann auch fertig macht, fertig zu machen, fehlt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wächst da, wenn man sagen, New Work halt etwas nach. Wenn die mal in die Firmen reinkommen, die wollen eben nicht mehr dieses verstaubte Büro. Die haben anders recherchiert, die haben anders gearbeitet, die haben nicht mehr abgedient mit der Stechuhr von bis Nase zeigen, sondern die haben im Netzwerk von unterschiedlichsten Städten, sogar von unterschiedlichsten Ländern aus studiert. Und aus diesem Grund werden die das, was sie gelernt haben und wie sie gelernt haben, das werden die mit Sicherheit in die Unternehmen oder in die Bereiche, wo die dann später eintreten werden, werden die das mit Sicherheit übernehmen. Und den jungen Menschen ist eben auch die Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben sehr, sehr, sehr wichtig. Wobei auf der anderen Seite durch die Digitalisierung das natürlich alles verschwimmt. Ja. Und es wird wahrscheinlich mehr Kreativarbeiter geben. Schauen Sie sich mal an, diese ganzen digitalen Nomaden, die es jetzt gibt. Gibt es das Schlagwort schon, digitale Nomaden? Junge Menschen, die nach dem Studium einfach nicht mehr den normalen Weg gehen wollen, sondern die einfach nach Bali gehen und für 1.000 Euro in Bali leben, einen Monat, also Monatskosten von 1.000 Euro, mit Büro, mit einem Gemeinschaftsbüro, da draußen der Strand, Highspeed-Internetleitungen, Glasfaserleitungen und trotzdem dann dabei sind. Also nochmal, wir können das vielleicht belächeln, aber das wird eine Generation sein, die wird so gewohnt, die hat es so gelernt und die wird so arbeiten und die wird sich auf das Ganze eben so oder wird dann die Arbeitswelt so gestalten. Auch das Gender Shift beschreibt meines Erachtens die Veränderung aus dieser männerdominierten Welt. Ich glaube, auch das wird sich verändern, wenn man hier so in das Studium Wirtschaftspsychologie zum Beispiel reinschaut. Und wie es der Claudius gesagt hat, wir sind immer die größte Private in ganz Bayern oder mittlerweile, glaube ich, sogar ganz Deutschland. Da ist es eben so, dass das ist frauendominiert. Ja, das sind auf 10 Studenten, schätze ich, kommen 8 Mädchen. Und ja, Frauenpower. Und das wird natürlich die ganzen Beziehungs- und auch die Familienmodelle und die Arbeitsmodelle in Zukunft massiv verändern. Mobilität brauche ich Ihnen nichts erzählen, wissen Sie selber. Wir werden alle immer mobiler, mobile first. Und wer da eben nicht mobil unterwegs ist, das ist so, als wenn er halt leider nicht mehr existieren würde. Dann Sicherheit, auf das gehe ich nachher noch speziell ein, weil da glaube ich, deswegen krankt es auch mit der Digitalisierung. Ich glaube eben, dass die Gesellschaft verunsichert ist, der Staat verunsichert ist und die Deutschen verunsichert sind und die Weltbürger verunsichert sind, aber gerade mir speziell wir Deutschen. Wir haben immer Angst vor irgendwas und wir sind sehr, sehr von unserer Bedürfnisstruktur sehr, sehr sicherheitsorientiert. Dann Silver Society, ja, wir werden immer älter. Älter werden ist Down-Aging, Begriffe kennen Sie und das ist eigentlich eine grausame Vorstellung. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass unsere Kinder oder unsere Enkel dann in einer Welt leben, wo nur noch alte Säcke rumrennen, die dann vielleicht von einem Roboter betreut werden und wo der Roboter dann nur noch mit mir spricht und sagt, Peter, deine Suppe. Und mir dann die Suppe gibt und so. Ich weiß es nicht, aber ich möchte natürlich dann auch später, wenn ich alt bin, weiter aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Aber nochmal, Silver Society, da nochmal vielleicht zurück. Allein da entwickeln sich so viele neue Geschäftsmodelle. Ja, wenn man da sich mal so ein bisschen reinarbeitet.
Die Städte verändern sich. Die jungen Menschen wollen nicht mehr Auto fahren. Meine Kinder wollen nicht mehr Auto fahren. Ja, meine Tochter, die ist jetzt 24, sagt, ich brauche kein Auto. Was willst du mit dem Auto? Sag ich, willst du ein Auto? Nein, was brauche ich ein Auto? Sag, komm, brauchst du ein Auto? Und die so, nein, ich brauche kein Auto, Papa. Was soll ich mit dem Auto in der Stadt? Dann sage ich, ja, das gehört doch dazu, weil ich das so gelernt habe. Ja, Freiheit, das erste war mit 16 ein Moped, bam! Und dann mit 18 das Auto, bam! Und dann das Motorrad, bam! Das wollen die alles gar nicht mehr. Ja, wenn ich als alter Sack mit dem Motorrad am Wochenende irgendwo unterwegs bin und da müssen sie mal fahren, ich weiß nicht, wer von ihnen Motorrad fährt. Und wenn dann die Helme runtergehen in den Pausen irgendwo an den Raststätten, nur noch alte Säcke wie ich, denke mal, das gibt's doch gar nicht. Wieso ist da nicht mal ein Junger drunter, irgendwo so ein 20-Jähriger, ein 18-Jähriger, nix, Fehlanzeige, lauter alte Säcke. Ein Motorrad dicker, fetter, größer als das andere, und aber kein Motorrad, also kein junger Mensch mehr. Aber die wollen das nicht mehr. Ja, das ist auch nicht mehr denen ihr Freiheitsideal, wie das für mich war, oder der Ausdruck der Freiheit, sondern das ist, sie brauchen kein Auto in der Stadt, weil man in die Clubs geht man und man fährt da rum und die Polizei schreibt dann ständig auf und man kontrolliert und man muss eben nicht so wie ich früher eben nur da ins Röhrchen reinblasen, Alkotests, sondern die ganz Jungen, jeder der Kinder hat, weiß das, da sind die Polizisten bei uns in Bayern auch schon ganz schön heavy, die machen ja ständig Drogentests. Also wenn du da unterwegs bist, musst du am Tag, am Abend dann, wenn du dann heimkommst, glaube ich 3 oder 4 oder 5 Mal in diese kleinen Plastikbecher reinpipeln und so und schauen, ob du da gekifft hast oder ob du was anderes gemacht hast, ob du getrunken hast. Also es ist nicht nur trinken, sondern du hast auf alles getestet. Und deswegen sagen die, na, gehen wir lieber zu Fuß, fahren wir mit den Öffentlichen, wir brauchen eben keine Autos. Gut, und eine Gesellschaft, die keine Autos mehr hat, zumindest vielleicht keine selbstfahrenden, und wir immer älter werden, wie kommt dann das Essen rein in die Städte, wie kauft ein alter Mensch ein und. Und so sieht man, dass diese Spiralen eigentlich sehr, sehr, sehr weit gehen und letztendlich sich dann eben schon, was ich vorhin meinte, eben unser Erleben und Verhalten massiv verändert. Und das, glaube ich, ist auch die Chance, dass wir auf das fokussieren und sagen, welche Auswirkungen hat das Ganze dann eben auf unser Business. Ich habe Ihnen in die Präsentation, ich gebe Ihnen die auch, welche generellen Megatrends sind wichtig für die Unternehmen oder sehr wichtig. Da sehen Sie steigende Bedeutung von Wissen und Bildung, Knappheit bei Rohstoffen und Energie, Digitalisierung der Arbeitswelt, Produktvielfalt und Individualisierung der Angebote, Internationalisierung der Märkte, Alterung und Rückgang der Bevölkerung. Und das, glaube ich, ist von 2017 oder Ende 2016. Steigende Bedeutung von Wissen und Bildung. Das haben wir eben heute auch schon ein paar Mal besprochen. Ich will Sie jetzt nicht einzeln vorlesen. Aber ich glaube, es läuft schon auf dieses ewig lange Lernen hinaus. Was ich mir als alter Mensch, als alter Sack, wenn ich so mein Umfeld anschaue, auch nicht erträumen hätte lassen. Ich habe mir gedacht, jetzt habe ich es irgendwann erreicht. Jetzt muss ich nichts mehr lernen, jetzt ist es vorbei. Jetzt kann ich mir hinsetzen und es passt schon bis zum Schluss. Ja? Aber ich habe in den letzten 4, 5 Jahren so viel lernen müssen, so viel habe ich mein ganzes Leben lang vorher nicht gelernt, weil ständig dadurch, dass ich beruflich mit so einem Zeug mich auseinandersetzen muss, ständig sich irgendwas ändert. Ja, du lernst irgendwas bei Google und jetzt sagst, ah, so geht das, ja Wahnsinn, jetzt weiß ich, wie das geht. Am nächsten Tag ist das schon wieder ganz anders. Da gibt es das vielleicht gar nicht mehr. Das, was sie da angeboten und gehst in die Software rein, sagst, ja, das war doch da oben links gestanden, schon wieder weg. Ja, oder genauso bei Facebook, ohne Ankündigung. Verstehen Sie? Ohne Ankündigung. Deswegen im Online-Marketing auch mein Tipp, versuchen Sie nie abhängig oder werden Sie nie abhängig von Google. Natürlich ist Google wichtig, natürlich ist Google AdWords wichtig, aber bauen Sie Ihr Business nie auf, nur über Facebook oder nur über Google. Das ist arschgefährlich. Machen Sie mal eine Entgiftungskur. Spielen Sie einfach mal durch und sagen, hey Kinder, wir machen heute Google Detox. Ja, Detox ist doch in, jetzt machen wir mal Google Detox. Und mal eine Woche den Stecker raus bei Google, was passiert mit unserem Business. Und wenn ich mein Business zu 99,9% über Google Display und Google AdWords Anzeigen aufgebaut habe und ich ziehe den Stecker und mein Business ist dann einfach vorbei, das schaut man dann schon blöd aus der Wäsche. Und dann ziehe ich lieber mal selber den Stecker raus und probiere es, als dass Google irgendwann mal sagt, jetzt machen wir es anders, jetzt wollen wir das so nicht mehr. Und da ist eben auch für sehr, sehr viel Sprengkraft und sehr, sehr viele Veränderungen sind da drinnen. Ja, Megatrends. Also mein Tipp, beschäftigen Sie sich mit diesen Megatrends, versuchen Sie die mal an einem Nachmittag im Unternehmen durchzuspülen, macht eh Spaß, ist lustig und versuchen Sie es immer die Kurve zu kriegen. Aber was heißt denn das für uns? Und man macht halt im Tagesgeschäft, ich weiß das, macht man das halt nicht, weil man sagt, ja, da haben wir jetzt gar Zeit für so einen Schmarrn, für so eine Spielerei haben wir jetzt gar Zeit, wir müssen jetzt, das muss jetzt, sollen wir jetzt spielen oder sollen wir arbeiten? Wir müssen Rechnungen stellen, also müssen wir arbeiten. Wir können ja den ganzen Nachmittag da zusammensitzen und jetzt da über Megatrends reden. Das hätte er wohl gern, ja, Megatrends
ganzen Nachmittag über Gender reden und also Spinnereien. Wir müssen arbeiten, wir müssen Rechnung schreiben. Also kein Zweifel, wir leben in bewegten Zeiten. Und ich glaube, Menschen sehnen sich nach Sicherheit und sie wollen eben keine Veränderung. Ich glaube, dass wir eben evolutionsmäßig so geprägt sind, dass wir eben versuchen, keine Veränderung zu erfahren, weil Veränderungen, da fühlen wir uns immer unwohl, weil wir sind dann einfach nicht mehr sicher und wir stehen dann vor irgendwie vor dem Unbekannten, das druckt uns und was kommt da auf uns zu und was machen wir und was wird da und wie ist es? Und ich glaube, das große Problem, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das große Problem der Digitalisierung ist nicht die Digitalisierung an sich, also das ganze technische Beiwerk, sondern das Problem ist, dass wir bei den Einsatzmöglichkeiten immer wieder in unsere alten Denkmuster zurückfallen. Ja, und unsere alten Denkmuster sind einfach, wir wollen bewahren. Ja, das passt schon, lass das so. Never change a running, lass das, läuft schon. Never change a running system, lass du die Finger weg, das geht schon noch. Ja, und deswegen bauen wir auch Schutzmauern. Ja, das ist unser Obermaurer. Ja, eine fette Mauer, ja, das passt schon, da kommt, lass dich auch nichts ran. Wir müssen uns einfach schützen. Wäre ja noch schöner, wenn die alle da reinkommen und uns die Butter vom Brot nehmen und nein, die ganzen neuen Techniken und so. Nein, das passt bei uns schon. Ja, und dann ist immer so dieses St. Florians-Prinzip, verschoben mein Haus, zünd andere an, das passt. Wir kommen da schon durch. Irgendwie kriegen wir schon die, wir haben immer die Kurve gekriegt. Wir werden es auch diesmal kriegen. Also wir klammern uns, glaube ich, an, und das, wie gesagt, ich glaube, dass das größte Problem ist. Wir klammern uns an Scheinsicherheiten, an Rituale, an bewährte Regeln und Rezepte, die aber für eine ganz andere Zeit gemacht wurden, als in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden und mit deren Herausforderungen wir fertig werden müssen. Was in den Köpfen immer rumgekreist ist bei den Marketingmenschen, jeder, der Marketing studiert hat, weiß das, ist Keizen, Six Sigma, ja, besser, wir müssen nur alles besser machen, es muss noch besser werden. Da kommt noch der letzte Schliff rausholen aus dem Ding, das muss einfach besser werden. Es läuft schon wieder, wir machen halt einfach Fehler. Komm, lass uns den Prozess besser machen. Wir können es besser, ich weiß das. Und dann läuft das wieder alles. Nee, das funktioniert eben heute nicht mehr. Ja, also nur besser zu werden, das reicht nicht. Das ist vielleicht der Einstieg, dass man überhaupt noch mitspielen darf. Aber nur optimieren, das glaube ich, das ist ein Irrglaube. Und das ist meines Erachtens eben so ein Denkmuster. Wir müssen es nur besser machen. Wir haben ja noch viel Potenzial, wir haben ja noch viel Luft drin. Und das, glaube ich, ist eine falsche Denke. Ja? Denken Sie dran, irgendwann gab es keine Kavallerie mehr, keine Pferde. Jetzt ist mein Ding ja abgerossen, oder? Was ist jetzt? Ja, irgendwann gab es keine Kavallerie mehr, keine Reiterei. Und dann kam der Panzer und da schoss das Pferd. Bumm. Und heute ist es eben so, jetzt zerstört Information, Cyberattack, nicht nur die Panzer, sondern das komplette System. Also auch militärisch sehen wir, dass wir mit den alten Regeln einfach nicht mehr weiter können. Wir können einfach nicht mehr. Irgendwann ist vorbei mit den Pferden. Dann kannst du dein Pferd stehen lassen, weil dann der Panzer kommt. Und irgendwann kannst du den Panzer auch nicht mehr hernehmen, weil der Panzer irgendwo mit Informationen gesteuert wird und wenn die Information nicht kommt, bleibt halt einfach lieben, weil da 99,9% Elektronik drin ist und dann ist es halt auch vorbei. Und schauen Sie die Angriffe an, wie jetzt alle gezittert haben. Wann war das? 2-3 Wochen? Wo dann die Erpressungen noch gekommen sind? Das ist eigentlich kein Science-Fiction-Film mehr, das ist das. Oder was unser Vorredner heute erzählt hat, wie die Ministerien darüber überlegen, unsere Daten zu schützen. Ja, das heißt für mich, man muss eben oftmals Altes aufgeben. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich lernen müssen, um diese Veränderungen, diese Digitalisierung zu meistern. Ja? Wir müssen Altes aufgeben. Und ich glaube, bei der digitalen Transformation geht es eben genau darum. Wir müssen einfach einen Cut machen. Wir müssen alte Zöpfe abschneiden und wir müssen uns von alten Zöpfen trennen. Was wir brauchen, glaube ich, sind nicht Menschen, die sich was trauen, ja, die Mut haben, die gerne auch was Neues ausprobieren. Neues, ja, also Neues ist für mich das Schlagwort. Einfach mal was Neues probieren. Nur, wenn Sie mal rumgucken, auch in Ihre eigenen Branchen,
oder in die eigene Firma. Und da möchte ich mich gar nicht ausnehmen. Wenn ich in meine Agentur reinschaue, oh Gott, da ist auch so viel. Eigentlich müsste man mit dem Stahlbesen durchgehen. Man müsste so und so viele Leute rausschmeißen. Ja, es klingt alles ganz hart, aber wahrscheinlich müsste ich mich selber auch wegrationalisieren in manchen Dingen und sagen, da gibt es da draußen welche, die das und das, was du da machst, oder Teilbereiche viel, viel besser machen, als du machst. Aber ich glaube, uns fehlt es, uns allen. Wie gesagt, ich nehme mich nicht aus. Uns fehlt es, glaube ich, an Fantasie und es fehlt uns an Verrücktheit. Und dieses Tagesgeschäft, immer in diesem Hamsterrad drin, lässt uns gar nicht Zeit, einfach mal zu spinnen und zu sagen, lass uns mal was ganz was Verrücktes überlegen. Und da glaube ich, daran krankt es. Und dazu kommt eben diese Angst, aus unserer Sicherheitsdenke heraus, keiner will sich eine blutige Nase holen. Ja? Man lasst es so, wie es ist, das passt schon. Stell dir mal vor, wir machen das. Und dann, das sind so alle Bedenkenträger und oft sind wir halt Bedenkenträger. Aber ich glaube, wer sich was traut, schauen Sie sich die ganzen Großen an, bei denen das geklappt hat. Oder Ideen, die geklappt haben, die jetzt groß sind. Die waren auch mal ganz, ganz, ganz klein. Und das, glaube ich, ist die große Chance, dass man heute wirklich mit einer kleinen, geilen Idee etwas ganz Großes bewegen kann. Man muss es einfach nur, man muss es probieren. Ja? Und man muss die Bedenkenträger endlich aus den Firmen rausschieben. Die haben ausgedient. Soll er gehen? Sag ich, dann geh halt heim. Komm und tschüss. Ja, das wird nichts mit dir. Du hast eh keine Ideen mehr. Du bist einfach eine ausgebrannte Rakete. Punkt. Natürlich kann man das nicht so sagen. Ich weiß schon, Betriebsrat und hier Größe und bababababa. Aber letztendlich ist es so. Es ist so. Ja? Es ist so. Es krankt immer an den Menschen. Und nochmal, ich nehme mich selber damit rein. Es krankt immer an dem Menschen, der Bedenkenträger ist. Und hinterher sagt man, das wäre mir ja eingefallen. Also so eine geile Idee war das jetzt aber nicht. Aber wie kann man jetzt mit so einem Schmarrn so viel Geld verdienen? Ja, wahrscheinlich, weil er sich hingesetzt hat, weil er sich was überlegt hat. Oder weil er den Druck gehabt hat, sich etwas zu überlegen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich den Druck. Oder er war irgendwie richtig angefressen und hat daraus irgendwas entwickelt. Aber die Bedenkenträger machen alles kaputt. Wer will schon im Bett von einem Fremden schlafen? Ja. Wir schlafen in einem Hotelbett, in einem sauberen, aber in einem Bett. Soll ich bei dir im Bett schlafen? Um Gottes Willen. Na, oder du in meinem Bett. Oh, ja, furchtbar. Stell mir vor, du bist im Bett vom Fischer. Ja, sowas Kreislecks. Airbnb. Alle haben gesagt, das wird nie funktionieren, genau aus dem Grund. In einer Welt, die Angst hat, in einer Welt, die total verunsichert ist. Und da wollt ihr, dass Leute jetzt nach Madrid fahren, nach London fahren, nach Bali fahren und sich in ein fremdes Schlafzimmer einlegen, in ein fremdes Ehebett, in ein fremdes Wohnzimmer. Das ist doch vollkommen spinzier. Kennt ihr die Menschen nicht? Das ist doch Gaga, ist das. Und das wird nie klappen. Das ist Gaga. Ja, jetzt schauen Sie sich den Erfolg von Airbnb an und fragen Sie mal in Ihrem eigenen Umfeld, wie viele schon mit Airbnb gefahren sind und wie viele hochzufrieden sind. Und wenn Sie junge Menschen, nicht nur junge Menschen, sondern junge Menschen und deren Eltern fragen, dann sagen die, das ist ein ganz anderes Wegfahren, das ist ein ganz anderes Urlaubsgefühl als in so einem gestingerten Hotel. Und jetzt schauen natürlich die Hotels blöd und sagen, was soll das? Und jetzt kommen die Bewahrer und sagen, das geht aber nicht, weil der vermietet ja dann, das ist ja dann praktisch, ist der ein Hotel, hat der Lizenz, hat der das überhaupt? Und wenn der da in dem Mietsgebäude das macht, dann muss er die ganzen Miteigentümer, das ist typisch deutsch, ja? Aber die werden das auch nicht stoppen. Taxi Driver, yeah, jeder von uns kann Taxi fahren, geil! Oder du kannst günstiger Taxi fahren, ich auch, und ich kann selber der Fahrer sein. Es wird nie klappen. Uber, natürlich klappt's. Deutschland, letztes Mal die ganze Fahrt mit einem Taxifahrer gesprochen, wie ich vom Flughafen zur Hochschule bin. Irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, weil er gesagt hat, nehmen Sie American Express Card. Weil ich erlebt habe, speziell in unserer Hauptstadt, dass sie das gar nicht wollen, die Taxifahrer. Ja? Die haben dann 1000 Ausreden. Na, das geht bei uns nicht. Sag ich doch, ich habe aber gehört, dass das gibt es. Jeder Taxifahrer, man muss mit Credit Card zahlen können. Ja, aber nicht bei uns, nicht bei uns. Sag ich, ach so, nicht bei uns. Sag ich, ja, sag ich, aber das, was machen wir jetzt? So, der Nächste, die wollen das nicht. Ja, und der Nächste sagt dann, ja, mit Karte, mit Karte, mit Karte. Und dann fährst du irgendwo hin, gibst dem die Karte. Ja, nichts American Express. Dann sag ich, du hast gesagt, American Express, da, hier. Ja, muss schauen, muss hinten gucken, muss schauen. Dann geht er hinter, dauert ewig. Und dann holt er irgend so ein altes Ding zum... Oh, passt nichts, passt nichts. Tut mir leid, passt nichts. Dann sage ich, ja, das kannst du mit per Funk machen. Ah, kein Empfang. Sag ich, fahr ein Stück vorwärts. Nein, wir können zur Bank fahren. Sag ich, na, zur Bank will ich nicht fahren. Und. Also schon die tollsten Erlebnisse gehabt. Und deswegen frage ich jetzt immer, dann habe ich jetzt auf den Innungsmeister getroffen,
Der sagt, selbstverständlich können Sie bei uns in Berlin mit einer Karte bezahlen. Das ist Pflichtzeit, was weiß ich was. Sage ich, vielen Dank. Sage, wissen Sie aber andere? Ja, er weiß schon, dass die Kollegen das nicht wollen, aber jeder ist verpflichtet und mit jeder Karte und das muss sein. Na, da bin ich mit ihm so schön ins Gespräch gekommen, war ein ganz netter Mensch. Ist aber ganz abfällig geworden, wie es zum Thema Uber gekommen ist, ja? Weil das natürlich eine riesen Konkurrenz ist. Und dann hat er mir erzählt, dass das eben so Saukerle aus Amerika sind, die kein Büro haben, die kein großes Gebäude haben. Das sind ein paar Lackeln, die jetzt da praktisch da oben ein riesen Ding aufziehen und jetzt jeden von uns zum Taxifahrer machen. Das kann doch nicht sein. Und man müsste doch wirklich, also, weil selbst wenn es GPS gibt, also diese Straßenprüfung sollte man schon machen. Dann habe ich gesagt, aber die fahren da auch nicht mehr nach dem Kopf, die haben drei Dinger da angehabt. Sag ich, sie sind doch Hightech da herin. Das haben die anderen doch auch. Naja, auf alle Fälle, ich habe dann gemerkt, ich muss jetzt das Thema abbrechen. Also Politik und jetzt auch Uber ist kein Thema mehr fürs Taxifahren. Dann das nächste, wer will sich schon abhören lassen? Keiner von uns. Keiner von uns will sich abhören lassen. Und jetzt schauen Sie mal, ausverkauft war die Siri. Siri von Amazon war ausverkauft. In Deutschland, beim Sicherheitsträger Deutschland, ausverkauft. Siri, wer es noch nicht kennt, das ist ungefähr so ein bisschen größer und ein bisschen dicker als diese Flasche. Und das steht dann im Wohnzimmer. Und ich sage, hey Siri, und dann geht sie an und sagt, hallo. Dann sage ich, Siri, wie wird das Wetter morgen? Du solltest deinen Regenschirm mitnehmen. In Ismaning, der weiß genau, dass ich in Ismaning bin, oder in Gräfelfing. Von Gräfelfing nach Ismaning wird es morgen mit 80% regnen, etc., etc. Und ich kann mich mit dir unterhalten, Artificial Intelligence, und kann alles Mögliche bestellen. Jetzt lachen alle und sagen, was brauchen so einen Schmarrn? Was soll ich mit so einem blöden Ding reden? Ja. Ausverkauft war sie. Ausverkauft. Und wissen Sie, was das geile Ding, das kann alles. Da wird Amazon, alles was sie wissen an Artificial Intelligence, wird Amazon da reinpumpen. Und das gleiche haben sie bei Google, da ist ja die Allo. Und das gleiche haben sie bei Siri, das ist das Sprachcomputer, Artificial Intelligence, wenn Sie ein iPhone haben. Hochintelligente Maschinen. Die Kinder, weil ich das vorhin gesagt habe, die Kinder sind wirklich blitzschnell. Ja? Die Kinder von meiner Nachbarin, oder meine Nachbarin hat sich die Siri gekauft, und die Kinder, die Kleinen, die ganz Kleinen, kriegen mit, wie sie mit der Siri spricht. Was auf die Einkaufsliste soll, Siri, wie heißt das Lied, das gerade gespielt wird, bitte in meine Musikliste rein, lad das und Zeug. Ja? Wie viel Gramm hat das und das, weiß Siri alles. Dann haben die kleinen Rotzer der zweiten Klasse haben das gleich gecheckt und haben wochenlang mit der Siri die Hausaufgaben gemacht. Rechenaufgaben zum Beispiel. Ja. Jetzt sperrt sie es immer weg, wenn die ihre Hausaufgaben machen, weil die Kleinen schon gecheckt haben, dass Siri das alles kann. Ja, und das ist das, was halt auf uns zuwalzt. Und das ist da und das ist... Weiß nicht, das geht momentan durch die sozialen Netzwerke durch. Also wer da ein bisschen engagiert ist, der kriegt das mit. Siri ist also das Sprachprogramm von meinem iPhone auf Apple. Und die Alexa ist das von Amazon. Und da gibt es eben jetzt, geht das durch die Social Media Kanäle durch. So als Witz, das fand ich recht nett. Hey Siri, haben wir noch Bier im Kühlschrank? Und dann ist drunter gestanden, mir egal, frag doch deine neue Schlampe Alexa. Ja? Also das ist auch schon angekommen. Ja? Das ist, und auf was wir aufpassen müssen, weil wir, verstehen Sie, wir reden auf der einen Seite, erzählt er uns, dass wir die Daten schützen müssen und dass wir die Daten geschützt haben wollen. Dann erzähle ich Ihnen, dass der Deutsche extrem sicherheitsorientiert ist. Ich glaube, dass wir schizophren sind. Ich glaube, dass wir wirklich schizophren sind. Weil jeder von uns, der ein Android benutzt von Google, jeder, der ein iPhone benutzt von Apple und jeder, der sich diese Alexa ins Wohnzimmer stellt, die hören mit. Verstehen Sie? Die hören mit. Auch Ihr Browser, Chrome ist der weltgrößte Browser, den es gibt. Der Browser hört schon seit 4 Jahren mit. Er hört mit, was Sie reden. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Ihr iPhone am Nachtkastel, wenn es noch ein Nachtkastel gibt, irgendwo liegt, dann hört das iPhone mit, was Sie reden. Und wenn Sie Ihr Android-Handy haben, hört Google mit, was Sie reden. Weil wenn die nicht mithören, können die ganzen Sprachcomputer
erstens nicht lernen und zweitens könnten sie ihnen ja auch keine Antworten geben. Und jüngst war die Alexa jetzt in einen Mordfall verwickelt, haben Sie es gelesen, vor 3 Wochen. Irgendwo in Kalifornien, glaube ich, ist irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht, ob ich es noch genau wiedergebe, aber war eine Mordnacht, da ist irgendjemand umgebracht worden und das FBI hat festgestellt, hoppla, da war eine Alexa im Haus und haben jetzt bei Amazon angefragt, ob sie praktisch die aufgezeichneten Daten von dieser Nacht haben könnten, was da passiert ist. Also, verstehen Sie, auf der einen Seite die Schizophrenie, dass wir unsere Daten alle schützen wollen und schützen wollen, aber ansonsten, sobald wir diese Systeme nutzen, ob wir Google nutzen, ob wir Facebook nutzen oder ob wir Apple nutzen, wir unterschreiben ja, bei jeder App unterschreiben wir, dass wir uns mit diesen Regularien einverstanden erklären und da wird mitgehört. Und es wird deswegen mitgehört, weil, nochmal, weil durch das, oder diese 3, 4 Großen wollen, durch die Informationen, die sie von uns bekommen, als Testvarianten die Artificial Intelligence weiter ausbauen. So schreibt es Google auch. Ja, also jede Suchanfrage ist eigentlich ein Testfall für Google, um dessen das. So haben Bildersuchmaschinen können jetzt, oder Google und Facebook kann jetzt Bilder auslesen. Können Sie sich vorstellen, eine Software kann Ihre Bilder, die auf Facebook sind oder die auf irgendwelche Bilder, die Sie hochladen, auslesen, kann sagen, was ist da drauf? Das ging früher nicht. Jetzt kann die Software sagen, das ist wahrscheinlich ein Ehepaar, Arm in Arm, sind eng umschlungen, so wie die Körperform ist, sind es noch recht junge, die Sonne geht unter, es ist Sonnenuntergang und so wie die Vegetation aussieht, ist es wahrscheinlich Thailand und nicht der Tegernsee. Also die machen die Bildbeschreibung. Warum? Weil wir sie jahrelang über die Bildsuchmaschinen gefüttert haben. Wir haben reingeschrieben Apfel, Hund, Schäferhund, Collie und dann kamen die Bilder und die Maschine hat gelernt. Eine Software hat jetzt gelernt, nur durch Anschauen, eine Woche lang Anschauen von Kochsendungen auf YouTube zu kochen. Kann jedes Rezept kochen, das es heute gibt. Hat sich die Maschine nur durchs Anschauen von YouTube-Filmen übers Kochen gelernt.